So, hallo und willkommen. Wie wir ja am Mittwoch im Livestream den Two the Teutos und alles gezähmt haben, habt ihr mitgekriegt, dass hier langsam Platzmangel entsteht. Also hatten wir gemeinsam hier oben angefangen, das Gehege zu Entschuldigung, das Gehege zu erweitern. Ja, dafür habe ich dann einige der Nebenbauten, was ich daneben gebaut hatte, eigentlich angefangen abzutragen und hier neu aufzubauen. Beziehungsweise im Grinder zu zerschrotten. Weil ich ja mehr Foundations hatte, als ich hier hätte brauchen können. Gut. Hier muss in die Richtung demnächst nochmal ausgeweitet werden, aber fürs Erste genügt es. Will ich zumindest hoffen. So. Und da wir uns ja mit der S-Plus beschäftigen, wie man hier sieht, wollte ich das dann mit euch weitermachen. Und zwar nehmen wir da einmal den Model Selector, gehen auf einer voreingestellten Wand mit der G. Hat er den Index gesetzt. Dann haben wir nur noch oben den Rahmen. Haben damit eine durchgehende Scheibe. So, das wäre gleich der erste Teil. Hier verschwinden sie ja in der Tür. So. Da müssen wir gleich noch ran. Muss noch ein bisschen geändert werden. So, damit wir da auch einen Eckträger haben. Naja, nicht ganz so schön, aber gut. Genau, die können wir so lassen. Dann lassen wir den, dann haben wir den als Eckträger. Muss ich vielleicht das Tor nochmal demnächst neu setzen. So, und dann drücken wir mal wieder G. Dann cleart er den Index. Dann gehen wir drauf und sagen. Nehmen wir drei Seiten. Ich glaube, dass die jetzt aus der jetzigen Sicht die rechte offen ist. Genau. Zack, bum, bang, haben wir einen Rahmen. So. Transparency zeigt da. Durchsichtigkeit. Wir brauchen B. Das sind die S-Plus-Waffen. Das heißt Waffen, Model Cycler und Transparency Cycler und Pull-Ressourcen. Jeweils vor allem Setch zu machen. Super billig und hyper effektiv. Machen einem das Leben echt leichter. Mal gucken, die Tore kann ich auch noch switchen. Ist echt nicht gewusst. Zack. Ach, nicht Opal. So, B. B. Ach. Denn einige der Dinosse in Ark sind sogenannte Sichtjäger. Sobald die etwas sehen, ziehen die die Aggression. Und naja, das muss ich nicht haben. Ich will, dass da drin Ruhe herrscht. Außerdem steht der PV-Server seit heute endgültig auf PvE. Und dann kann man hier mit Torrets und allem arbeiten. Upp. Irgendwie haben die Waffen manchmal Aussetzer, zumindest bei mir. Zack. So, aber damit das nicht so langweilig ist, wir sind ja gleich durch. Hatte ich nur den Rest aufbewahrt. Und als nächstes werden wir dann innen drin mit den Eco-Decor-Mods arbeiten. Und da ist dann eure Mithilfe gefragt, beziehungsweise eure Meinung. Schon mal ganz nett. Okay, wir können rausgucken, fast komplett ungehindert. Sehr schön. Auf der Seite müsste ich das eigentlich auch noch machen. Aber das wäre jetzt alles ein bisschen viel, mache ich dann offscreen. Mal eben, ob ich den Gamma-Wert. Ne, ist okay. So. Jetzt würde ich hier gerne Bäume und sowas setzen. Dafür habe ich die Mod-Dinger, alle, die mal da drüben standen, hier rüber geholt. Kann man ja einfach aufpicken. Und dann fangen wir mal an, ein bisschen mit Dekoren zu arbeiten. Ich hätte gerne einen richtig großen Baum. Ich habe die Sachen natürlich schon vorgeschmissen. Ist ja auch alles ganz einfach gefarmt mit einer Mantis. Chinesischer Baum. Ja, ich hätte gerne was ganz Großes und was ganz Schönes.
haben wir denn sonst noch? So ein... Eine Nacktgitarre will ich nicht. Hätten wir noch Büsche. Bisschen obskur. Also wenn ihr mit der Mod schon reichlich gearbeitet habt und Erfahrung habt und da Vorschläge habt, haut's in die Kommentare mit der genauen Bezeichnung. Und dann gucke ich mir die Sachen an und dann stellen wir die mal gemeinsam auf und gucken, was dabei rumkommt. Was ich jetzt noch gern hätte, wäre so ein paar Toll Desert Maria Gold Kakteen und all sowas. Da können wir dann uns auch noch hier so Coach Earth Bereiche einrichten. Small Storage Box. Kreuze. Rike Skelett. Naja, gut, okay. Also da muss ich mich tatsächlich noch... Hier so ein Ding will ich auf jeden Fall. Und ein paar von den Steinchen. Vielleicht noch ein oder zwei davon. So. Das ist die Roleplay. Und das hier... Nochmal extra Struktur. Müssen wir später mal gucken. Wo sind denn hier die Blueprints? Ach ja, die sind ja bei Echo nach unten, ne? Stimmt. Genau, auch hier raus würde ich so einige Sachen gerne verwenden. Wird die Base gern, also das Dino-Gehege, ziemlich natürlich gestalten. Also ein bisschen vollstöpfen mit Pflanzen und so ein Zeug. So, und hier können wir uns mal so ein Redwood basteln. Schweineteuer. So, jetzt stecken wir uns den ganzen Quark mal ein. Zack. Und dann gucken wir mal, wie wir das am besten verteilen können. Hopp, hopp, hopp. Wie gesagt, ihr könnt und sollt sogar damit entscheiden. Nein, falsch. 3. Alter, der ist ja heftig. Was ich gut finde. Bäm. Das nenne ich doch mal einen Baum. Cool. Kann ich den wieder aufpicken? Pick up. Haha, Snapple, okay. Cool. Wollen wir weiter gucken. Hier so. Was ist das? Okay, das ist so ein etwas kleineres Büschelchen. Zack. Bümbe. Ich glaube, das bringt in dem Mod nichts. Muss ich mal wohl rauscrawlen. Ja, ist auch nicht so mächtig, das Ding. Zack. Dann haben wir noch die 6. So. Ich möchte richtig größere Bäumchen haben, so wie sie hier so auf der Map rumstehen. Wo sind denn die? Ich könnte schwören, die gibt es in den Echo Trees. Davon mal 2. Nee, Palmen wollen wir jetzt noch, oder? Na komm. So, haben wir hier so ein. So ein. Wir haben die Mod seit 2,5, 3 Wochen bestimmt schon drauf. Seitdem habe ich mich vorbereitet, dass wir damit endlich mal bauen können. Also richtig Stuff rangeholt und den schon mal gelagert. Deswegen können wir da auch jetzt so instant mit rumjodeln. Wollen wir weiter gucken. Junge. Ja, auch nicht wirklich groß, ne? Wird interessieren, ob ich die vielleicht sogar hier so packen kann. Wäre schon mal ganz nett. Was ist für einer? YOLO, du bist groß. Zack. Hier haben wir so ein Hängeldingchen. Fünfe, den hatten wir schon mal. Egal. 6. Oh Gott, bist du knuffig. Naja gut, du kommst dann so hier drum. Mal noch einen von. Okay. Ja, man kann im K-Modus ja doch richtig navigieren. 7. Junge, bist du? Du bist was richtig mächtig. Ja, schön. Okay.
Okay, den hätte ich nämlich gerne dann so hier so stehen. Oh ja, der ist schön. Der ist richtig Acht, haben wir da. Irgendwas ganz Gewaltiges, okay. Bringen wir mal darüber in die Ecke. War ich da auch noch nicht sicher bin, ob die nicht noch weiter rausgezogen wird. Aber, wie gesagt, Tipps, Tricks, Ideen, Vorschläge, gerne per Bildern über Facebook. Schaut in den Kanalinfo, da steht der Link zum Facebook-Profil. Aber es macht sich langsam. Sehr schön. Da habe ich noch was auf der 3. Ein Palmchen. Na ja, komm, die setzen wir mal. Jetzt fange ich an zu dursten. Dahin. Habe hier schon mal so ein Teil eingerissen. Wenn ich eh Durst habe, kann ich schon wieder was mitnehmen. Ja, ich habe Fortitude so schnell, sollte ich nicht umkippen. Pick up. Ja, die Baschis sind wieder am Rumjadeln. Gewichtstechnisch geht noch einiges. Nehmen wir ruhig schon mal die ganze Front mit. Upp. Okay. Ja, Großteil Ressourcenwiedergewinnung, ne? Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die jetzt wirklich alle wieder zu Ressourcen verarbeiten will. Okay, dann gehen wir mal schnell rein, bevor ich hier wirklich noch verdurste und umkippe. Na? Lass mich doch mal durch. Danke. Sehr schön. Dann habe ich die halt immer hier rein geklatscht. Und dann einfach zack, zack. Naja, die meisten von euch kennen das Ding, aber ich bin mir noch nicht sicher, dass ich die wirklich schrotten will. Ich lagere die erstmal hier. Oh. Nicht cool. Hatten wir uns von dem Scotch Öztürk auch noch ein paar Sachen gebastelt. Genau, sowas, sowas, das. Set. Na gut, den auch noch. So, hoppa, ey. Sehr cool. Bin echt gespannt. Oi, 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 oi. Das ist mal ein Kaliber. Den würde ich doch dann lieber. Und Dino-Haus dahinter. Bestimmte Tierchen. Mal angucken. Jo, 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 das könnte schon mal so stehen bleiben. Bisschen wie ein Anfang. Na ja, Elli. So auch dadurch strampfen. Okay, kannst du nicht. Man sieht, es ist alles mega eng geworden. Ja, aber dann können wir schon mal so. Ach, scha doch, kann ich. Schau mal einer an. Ja, geil. Sieht richtig cool aus. Ja, kann man noch ein paar mehr hinmachen. Ja, wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet. Okay, damit könnte man dann begrenzen. Persönlich nichts gegen. Oder auch die Foundations verschwinden lassen. Du bist noch mächtiger, aber. So. Hey, jetzt bin ich mal gespannt, wie die von außen aussehen. Mal Tür zu. Kommt noch was Böses rein. Oh, okay, das hängt durch. Naja, gut. Aber gar nicht so schlimm. Mir ist letztendlich egal, wie es von außen. Wir sollen uns da drin wohlfühlen. Ey, habe ich endlich mal geschafft. Okay, was könnte man noch frickeln? Ja, die Kontos hatten wir ja als Opfergabe für die Trollons im Stream gezähmt. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt einfach mal unter den Playlist nach. Hier ist die Livestream. Da ist die vom Mittwoch. Ich glaube, das war der 28. Mal nach. Könnt ihr euch den Livestream nachgucken. Aber bringt viel Zeit mit. Haben wir einiges geschafft und getan.
Ah, Wooden Zäune. Holzner Verf. Counterbestores. Okay, den will ich mir mal angucken. Okay. Da, da. Was bist du denn? Der interessiert, hört sich interessant an. Guck mal. Ja, auch nicht schlecht. Könnte man einen Sattel oder sowas drin lagern. So, aber erstmal wieder rein. Noch habe ich keine Verwendung. Ein paar vergammelte Dinos. Machen wir. Ah, noch was? So. Okay. Eine archäologische Ausgrabungsstätte. Nett, nett. Nehmen wir das mal mit. Und auch direkt schon mal drupp. Kann ich irgendwas, wenn ich das in meinem Inventar mache, kann ich das automatisch klicken lassen, ja. Aber nur, wenn da nicht noch ein altes Zeichen ist. Ach, guck mal, noch ein kleiner Stein. So. Könnten wir uns so einen Scorch Earth-Anteil machen. Und dann da so Gerippe hinpacken. Zum Beispiel das. Das sieht ganz nett aus. Gut, noch ist Schnee, aber der Schnee ist in den nächsten Tagen ja auch wieder weg. Oh, sie sind noch nicht mal so eine Kollisionsabfrage. Sehr schön. Zack, machen wir den Stein auch noch dahin. Cool. Ja. Was? Irgendwas Großes? Unbenannte Ellie. Lass mich mal durch. Ja, ich sag doch, ich brauche mehr Platz. Der Golem braucht sein eigenes Eckchen und und. Viel mehr Platz. Ich glaube, ich werde bis da hinten zur Klippe noch durchziehen müssen. Na, ah, der Raptor da hinten, der kann man nicht richtig sehen. Ich glaube, die werde ich ein bisschen. Pick up. Na, wo ist deine Hitbox? Pick up. Großen Dicken werde ich wohl am Rand auslegen. So. Also hier. Am wenigsten stören. So, ich weiß nämlich nicht, ob die wirklich nicht stören. Werden wir im Laufe der Zeit den Stego 5. Oder so was Dickes. 6 ebenfalls, jawohl. Rand hinpacken. Genau, jetzt müssen wir eigentlich ausgehört. Yep. So. Sieht eigentlich ganz nett aus. Da kann man viel mitmachen. Nur der Raptor, der ist da irgendwie so. Ja, der kommt nicht zur Geltung. Mit sich den nur hier hin. Und? Ach, jetzt müssen wir erstmal warten, dass Winter-Event vorbei ist und dann kann man das auch besser, obwohl das passt hier nicht im Rex. Pick up. 5, ne? Können wir nicht ins Tor ragen lassen. So. Hör durch den Baum, das stört mich jetzt wirklich. Ja, muss ich mal gucken, dass wir da noch andere Plätzchen kriegen. So. Weiter. Viel Dekoratives. Ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen, helft mir. Gebt mir Tipps, ihr nehmen würdet. Und, und. Ja, hier, das ist eher so Fiktion und Wasser. Die ganzen Pilz und so. Ja. Mal lieber hier. Kennt einmal voll Büsche. 20 Stück davon. Da auch nochmal so ein Eimer voll. Da auch. So, von denen auch.
sind kleinere. Die Query voll. Können wir uns mal um unser leibliches Wohl kümmern. Gib mal gleich schon wieder aus den Latschen. So. Mal hau ich mir den Bauch nicht voll, weil ich dann schneller heile nach dem Kampf, aber gut, im Moment sollten wir hier sicher sein. Scroll, 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 warum ziehe ich nicht direkt nach unten? So. Schon mal die ersten verteilen. Ja, genau, sowas hatte ich mir gedacht. Wenn es geht, dann so auf die Foundations. So, das ein bisschen zum Auflockern dazwischen. Genau. Nee, du gefällst mir da nicht. Landscape. So, genau. Knallen wir hier so ein paar Büschke hin. Ja. Doch, 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 doch. Annähernd so, wie ich mir das gedacht habe. Aber gibt es jetzt nur in Snow? Das wäre jetzt blöd. Oder liegt das nur an dem Winter Wonderland Update? Welche machen wir denn? Warte mal, clear mal. Snowy Plant, alles klar. Gucken wir mal, dass wir nicht Plant Snow kriegen. Tinterberry Plant, genau. Nicht ganz aufgepasst, ne? Potato Plant, ah ne, das ist sowas natürlich nicht. Von denen mal so 10 Stück. Von denen auch. Japan's Tree. Wie heißen die denn? Snow Plant. Potato Plant. Tinterberry Plant. Welche könnten denn hier noch reinpassen? Waren ja eigentlich schon die richtigen, nur ohne Plant. Ohne Snow. Banana. Rhododendron. Der mit diesen normalen kleinen dichten Büschen, die wir jetzt gerade hatten, nur. Da sind sie. Small. Large. Medium. Nehmen wir von denen hier nochmal so 15 Stück. So, den Rest bringe ich mal eben in den Grinder. Vom Snow habe ich mich echt die Nase voll. So. Upp. 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 Der sollte eigentlich funktionieren. Turn on. Nein, er kann die nicht grinden. Mist. Off, okay. Das war wohl nix. Dann werden wir die wohl setzen müssen. Hallo? Hitbox? Danke. Ja, nun, das muss ich mir aber nicht jetzt antun. So. Was ist denn das? Oh, nice! Mal noch so Buschtiere frickeln. Ja, cool. Gucken wir uns aber auch mal an. So. Genau so, was will ich haben? Wieso schwer sind die? 36, 48. Alles klar.
Bewegen ist immer noch nicht drin. Okay, können wieder racen. So. Inventar. Zap, zap. Okay, der ist wirklich small. Auch klein. Den könnte man gebrauchen. Naja, oder auch nicht. Ja? Nicht wirklich. Ne? Kann ich hier so hinpacken? 5? La. Das sind echt Feinheiten, die man da machen muss. Das mal gar nichts für mich. Ich will die großen Büsche hinklatschen. Halbwegs natürlich aussieht und fertig. Okay. Dann müssen wir da mal weiter checken. So. Tierchen nehmen wir. Auf jeden. Large Bus. Bananaplant. Fahren. So, was aber mich interessiert und wahrscheinlich auch euch, sind erstmal die Figürchen. Okay, ja, so. Ja, größentechnisch halten sie sich in Grenzen. 5. Aber wirklich in Grenzen. 6. Ja, der scheint schon etwas mächtiger zu sein. Okay. Ja, du bist auch nicht die Größte. Du auch nicht. Gibt's dann also richtig was zu tun, um das hier alles so ein bisschen schwinden zu lassen. Ein bisschen zur Auflockerung. Was geht, ne? Mal schauen. Naja. Warum gibt's ja nichts, was so groß ist wie die Snowdinger? Kann ich jetzt aber persönlich. Jena. Mal schauen. Naja, gut. Ich hoffe, dass ihr mir da reichlich Tipps geben könnt. Und ich mache hier so in den nächsten Tagen mal so ein bisschen weiter. Und ich freue mich auf eure Tipps und sage dann aus dem Garten. Na, komm, komm. Ciao und bis zum nächsten Mal.